Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier aus unserem Schweriner Studio. An meiner Seite heute Werner Kuhn. Werner Kuhn ist in Mecklenburg-Vorpommern kein Unbekannter, lange Mitglied des Europäischen Parlaments, aber auch langjährig Präsident des Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes, des DRKs. Man erkennt es auf Ihrem Kragen. Sie ja, ein bisschen Werbung eine, muss sein. Genau, sind praktisch eine kleine Litfaßsäule irgendwie mit der Werbung natürlich für das DRK, aber das ist ja auch nichts Schlechtes. Herr Kuhn, wir wollten uns an dieser Stelle auch bedanken bei dem Einsatz Ihrer Mitarbeiter im Hauptamt Amt und im Ehrenamt, der Pfleger natürlich, der medizinischen Helfer, die in den letzten Monaten natürlich gerade während der Pandemie natürlich Außerordentliches geleistet haben und außerordentlichen Belastungen ausgesetzt waren. Ist dieser Dank gesellschaftlich vorhanden? Kommt er bei Ihnen an? Oder hat das jetzt schon wieder abgeebbt, sodass man sagt, das geht uns alles auf die Nerven, wir wollen nur noch zur Normalität zurück und davon eigentlich nichts mehr wissen? Nein, doch, wir haben schon auch diesen Dank verspürt, das muss man sagen. Wir sind ja gleich sehr früh auch eingestiegen in die Abstrichzentren, zusammen mit der Bundeswehr, zivil-militärische Zusammenarbeit, die PCR-Tests, die notwendig gewesen sind, um Überblick über diese Pandemiesituation überhaupt zu bekommen. Dann Testzentren, die wir ja immer auch noch betreiben, aber eben auch so, dass die tatsächlich einen ordentlichen Nachweis bringen, wer getestet worden ist und wie viele. Nur am Rande jetzt. Und natürlich auch unsere Unterstützung, die wir in den Impfzentren gegeben haben. Und das habe ich selber auch erlebt, in einer großen Aktion, die niedergelassene Ärzte, und das waren zehn Ärzte, die ihre Patienten, die Ü80, Ü70, Ü60 mit Vorerkrankungen eingeladen haben zum Impfen, die sonst über diese komplizierten Hotlines, die es da gegeben hat, überhaupt gar keine Chance gehabt hätten, einfach mal einen Termin zu bekommen. Und das war in Friedland. Wir haben da als Rotes Kreuz Unterstützung gegeben. Und das war wirklich eine anrührende und herzergreifende Situation, wie die Menschen sich da gefreut haben, dass sie auch endlich Immunschutz bekommen. Auf der anderen Seite natürlich auch in der Pandemie die Leugner der Corona-Pandemie, die es nicht wahrhaben wollten, dass es etwas Außergewöhnliches ist. DRK betreibt auch Krankenhäuser. Waren diese Krankenhäuser auch im Einsatz mit Corona-Patienten? Natürlich, wir sind ja gerade im ländlichen Raum dazu auch verpflichtet, die entsprechenden medizinischen Leistungen auch für Corona-Erkrankte zu erbringen. Die Intensivstationen waren dann eher in den Maximalversorgern. Für uns war es natürlich auch eine problematische Situation, dadurch, dass wir alle elektiven Fälle, die wir hatten, das heißt die planbaren Operationen etc. nicht mehr durchführen konnten, haben im letzten Jahr dann Ausgleichszahlung dafür bekommen. 2020, aber in diesem Jahr fehlt uns da tatsächlich ein riesen Budget und ich habe große Sorge, dass genau diese kleinen Krankenhäuser im ländlichen Raum in große wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen werden. Darüber werden wir auch wieder berichten, Herr Kuhn. Wir haben heute ein anderes Thema und zwar das Landesrettungsdienstgesetz. Wer die Medien in den letzten Wochen, Monaten verfolgt hat, weiß, dass gerade das DRK, das Deutsche Rote Kreuz, da ein bisschen natürlich auch eine Kampagne fährt. Es gibt einen Slogan, rette mich, wer kann. Dahinter verbirgt sich Information natürlich zu dem Rettungsdienst bei uns im Land. Warum dieser Drang natürlich unbedingt dieses Gesetz zu novellieren? Es geht ja auch ein Stück weit natürlich um Ausschreibungen. Dabei Ausschreibungen sind doch eigentlich eine gute Sache, weil die natürlich Konkurrenz ermöglichen. Ja, unter reinen Wettbewerbsbedingungen sollte man aber gerade, was die Notfallrettung betrifft und den notärztlichen Dienst, nicht unbedingt sehen. Das tun wir in Mecklenburg-Vorpommern. Alles, was privatisiert worden ist an stationärer medizinischer Versorgung in den letzten Jahren, für meine Begriffe viel zu stark. Ich war seinerzeit mit im Europäischen Parlament als Abgeordneter. Da wurde die Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Union entsprechend verändert. Verändert in der Form, dass wir gemeinsam mit dem Landkreistag, dem Deutschen Landkreistag, einen Antrag eingebracht haben und gesagt haben, es ist wichtig, dass wir freie und gemeinnützige Träger, die gleichzeitig auch Zivil- und Katastrophenschutz für die Oberbürgermeister, für die Landräte in unserem Land realisieren, einen Vorzug geben
vor denen, die nur nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeiten. Und das ist durchgekommen und da ist ein ganz wichtiger Punkt mit reingekommen in diese Dienstleistungsrichtlinie und die heißt, Rettungsdienst und notärztliche Versorgung ist Daseinsvorsorge. So wie Trinkwasser, so wie Energieversorgung und alles das, was Kommunen im Prinzip leisten müssen. Ja, dahinter verbirgt sich ja nicht nur der Krankenwagen mit Blaulicht, sondern das ist ja auch ein komplexes Thema, was dort auch an Technik vorgehalten werden muss, natürlich um Rettungsdienste auch in der nötigen Qualität vorhalten zu können. Können Sie das nochmal kurz beschreiben, was alles dazugehört? Also die Träger des Rettungsdienstes sind die Landkreise und die kreisfreien Städte. Die haben sozusagen diese kommunale Aufgabe, die rettungsdienstliche Versorgung ihrer Bevölkerung zu realisieren. Dazu braucht man die sogenannten RTWs, die Rettungstransportwagen. Dazu braucht man die NEFs, Notarzteinsatzfahrzeug. Das ist Intensivmedizin auf der Straße und in der Häuslichkeit. Aber auch zu Lande, zu Wasser und in der Luft auch. Ja, auch das. Das ist, Herr Böhm, eine hochinteressante Geschichte. Das muss ich als positiv erwähnen im Landesrettungsdienstgesetz. Wir die Wasserrettung, ob das nur die Wasserwacht des Roten Kreuzes ist oder auch die DLRG, die das sozusagen pari pari machen, dass wir die Möglichkeit haben, mit eingespannt zu werden in diese First-Responder-Situation. Das heißt, wenn irgendwo ein Unfall auf dem Deich, in unmittelbarer Nähe des Strandes, egal wo, von Rerik bis nach Usedom, passiert, werden wir über die Leitstelle mit eingesetzt, weil wir fachlich dazu in der Lage sind, sozusagen die erste Hilfe vor Ort zu leisten. Meistens sind es schwierige Fahrradunfälle, die wir in der letzten Zeit gerade im Visier hatten. Es kommt durch die Pedelecs wahrscheinlich. Auch. Dadurch, dass das mehr Kraft dahinter ist, mehr Technik dahinter ist, irgendwie wird es wahrscheinlich schneller. Aber zurück zu den Rettungsdiensten, da ist ja nicht nur, wie gesagt, Technik mit, aber auch viel Kompetenz natürlich. Ja. Der Strukturen, der Mitarbeiter natürlich auch. Und das kritisieren Sie, wird durch eine Ausschreibung alles in Frage gestellt. Und dann kommt ein x-beliebiger Anbieter und übernimmt dann den Rettungsdienst und Damit verzichtet der Staat dann auf Kompetenz. In Zukunft werden alle unsere Rettungsassistenten und Sanitäter Notfall-Sanitäter sein, die dann natürlich in besonderer Weise ausgebildet sind. Das ist ein riesen Humanvermögen, das wir haben. Die dann diesbezüglich natürlich auch sagen, ja, was wird mit meiner Zukunft, wenn 2025 eine große Ausschreibungswelle kommt und möglicherweise ein Logistikunternehmen oder ein anderer, vielleicht noch eine europäische Ausschreibung, hier den Zuschlag bekommt, dann sind wir unsere Jobs los, wir wissen nicht, was wir mit unserer Technik machen sollen und. Und deshalb ist mein Plädoyer diesbezüglich, dass dieses Damoklesschwert, das jetzt sozusagen über uns hängt, dass die Landkreise verpflichtet sind, auszuschreiben, den Rettungsdienst ab 2025, dass das aus dem Rettungsdienstgesetz eliminiert wird. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass das nur in Mecklenburg-Vorpommern ausgeschrieben werden muss, während Sie auf EU-Ebene schon die Möglichkeit geschaffen haben, dass es nicht ausgeschrieben werden muss, auf die Art und Weise wie in Mecklenburg-Vorpommern. Warum ist es gerade hier so? Da ist doch Ihre Partei zum Beispiel, ja, die CDU, ja auch mit an der Koalition beteiligt. Sie wissen ja, wie das manchmal ist mit Kompromisslösungen, dass man dann in so einer großen Koalition, warum das da reingeschrieben worden ist, dass das nach 10 Jahren neu ausgeschrieben werden muss, kann ich nicht sagen. Jeder Anbieter, der sozusagen jetzt auch fest im Rettungsdienst verankert ist, für die Landkreise und die kreisfreien Städte Rettungsdienst fährt, der muss gute Qualität bringen, der muss seine Kosten im Rahmen halten und der muss sozusagen auch mit der Bevölkerung im Einklang stehen. Und wenn das nicht der Fall ist, kann jeder Landkreis, egal, zu den jeweiligen Bedingungen auch einen solchen Vertrag wieder kündigen. Das kann. Die Option ist ja da. Aber dass verpflichtend ist, dass man das neu ausschreiben muss, da sind auch die Landkreise nicht mit einverstanden. Das soll geändert werden und nach der nächsten Landtagswahl möchten Sie jetzt schon auf die künftige Koalition oder wer auch immer sozusagen dann an der Regierung ist, einwirken, dass man das im Hinterkopf hat. Ja. Auf jeden Fall, dafür machen wir unseren Rettungsdienstkongress jetzt am 18. Juni. Und da werden wir auch aus allen Parteien die entsprechenden Fachpolitiker dazu einladen. Und kann ich nur einfach mal aufrufen dazu, lass uns das gemeinsam in Angriff nehmen, damit wir auch Rettungsdienst in der Zukunft bei guter Qualität,
guter Verwurzelung in der Bevölkerung und natürlich im Kostenrahmen halten werden. Wir sprechen hier für die freien und gemeinnützigen Träger, die auch im Zivil- und Katastrophenschutz engagiert sind. Beides gehört zusammen, das haben wir jetzt in der Pandemie auch gemerkt. Ohne unsere Ehrenamtlichen wird in der Zukunft kein Staat zu machen sein. Herr Kuhn, das macht Sinn. Das können wir in den Medien nachvollziehen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, auch Sie haben es verstanden, worum es geht. Landesrettungsdienstgesetz, ein spannendes Thema. Können Sie sich auf den Seiten der DRK informieren? Herr Kuhn, noch letzte Frage. Was machen denn die anderen Wohlfahrtsverbände, die ja auch Malteser und so weiter, die ja auch teilweise Rettungsdienste vorhaben? Sind die außen vor? Ist das nur eine DRK-Kampagne? Schlafen die noch? Nein, ich glaube, die schlafen nicht. Ich habe letztens auch ein paar Informationsstände der Malteser gesehen, aber die hatten noch wieder was anderes im Auge. Aber wir kämpfen für sie mit. Genau. Ne? Es wird demnächst auch eine gemeinsame Aktion geben. Ja, unter Garantie. Der ASB ist ja auch sehr stark im Rettungsdienst verwurzelt. Aber wir sind eben die Hilfsorganisation, die fast bis zu 70% des Rettungsdienstes in Mecklenburg-Vorpommern realisiert. Und wir haben auch noch einen notärztlichen Dienst. Da, wo eben keine Möglichkeiten mehr sind, die Ressourcen sehr schwach sind, gerade im Osten unseres Landes. Da hat das Rote Kreuz einen notärztlichen Dienst aufgebaut, der gerade in Sommermonaten, jetzt, wenn die Urlauber glücklicherweise wieder kommen, natürlich mehr zu tun hat, als wenn ganz normal nur die Bevölkerung zu versorgen ist. Herr Kuhn, viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit, bei Ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.